Jetzt wird's pixelig. Ja. So, drei. Die Schatten gehen kaputt. Hier habe ich so ein Portal-Ding. Hier habe ich so ein Beamer. Hier muss ich was draufstellen, damit da was passiert. Und hier habe ich einen, der auch irgendwie dafür sorgt, dass ich schreie. Er hält auch noch beide in Schach, ja? Und das teste ich nochmal kurz. Jo. Dadurch gehen beide Türen auf. Habe ich aber auch. Jetzt komme ich da aber nicht mehr rein. Ja. Was passiert, wenn ich den hier aktiviere? Geht die Tür da hinten drauf. Die hilft mir überhaupt nicht, ne? Oh Gott. Das ist bestimmt voll einfach, aber mein Hirn will gerade nicht. Okay, habe ich irgendwas übersehen? Abgesehen davon, dass ich da irgendwie hin muss. Der ist festgeschraubt, der ist festgeschraubt. Der ist laut. Der ist festgeschraubt. Habe ich schon geguckt, ist festgeschraubt. Auch festgeschraubt. Ich probiere einfach nur Sachen aus. Er macht die Tür auf. Da kann ich nicht nach hinten gucken. Ich muss hier irgendein Gewicht draufstellen, damit ich weiterkomme, aber welches? Ich kann ihn ja nicht so aufstellen, dass der irgendwie alle drei leuchtet, oder? Hier?
vielleicht doch. Alter Falter. Nicht dein fucking Ernst. Nee, das war... Willst du nicht? Ich weiß echt nicht, warum ich hier rumlaufen will, aber ich will hier rumlaufen. Wahrscheinlich nur um den hier hinzusetzen. Oder Dinge zu tun, die ich bereue. Was ist das jetzt? Yay. Aber nicht mit dem Plan, den ich jetzt habe. Okay, nochmal hier hin. So, hier wieder die Lichter. Hier wollte ich hin. Der große Plan lautet ja,
irgendwie hier hinten reinzukommen. Ach, jetzt geht's hier auch noch hoch. Ach, das war schon. I'll spare you the details of our crumbling relationship. Suffice to say, once we realized how things had changed, we were forced to cancel the adoption process. It was especially difficult on Kenna, and when he proposed that we separate for a time, I didn't really fight to keep him. By that time, I had all but moved into the construct, and when the divorce papers came in, there was no reason to let things linger any longer. I guess Aether managed to vanish my relationship as well. Day zero. I've gone through all the security procedures, and I have finally arrived in my room, in what feels like a hotel-themed section within the construct. I was surprised to find colored lights and artwork covering the walls of the corridors, no doubt from the civilians in this military facility. It wasn't enough to hide how run down this whole place is, though. Still, after a decade of secrecy, I'm glad to finally be allowed to learn more about what really goes on in this place. I've heard some rumors of revolutionary technologies, but I'd rather keep my enthusiasm to a minimum for now. Gut, ich geh mal hier rein. Zimmer frei. Eine wunderbare Sendung auf dem WDR, aber das nur am Rande. Next. From there on, without anything left holding me back, I just buried myself into my work with renewed passion. I no longer had to feel guilty about being selfish with my time and focusing on my work. All my life, I had looked at the people around me, content in their relationships and family, and I thought that's what I wanted too. But it was now clear to me that I needed something different. It's just unfortunate that it came at the cost of hurting Kenna. Okay, hier ist Nummer 5. Aber was ist hier? Egal, ich bin neugierig. Noch ein Stockwerk. Noch mehr Rätsel. Machen wir erstmal das Uhrwerkhotel durch. Ja, 5. Hier. Hier. 5. 5. The Courtyard. Hier habe ich ein paar Tarnemann. Hier habe ich den anderen Portalemann. Hier habe ich Leuchteding. Hier haben wir Staub. Hier haben wir auch noch was zum Leuchten. Da ist ein Leuchtkasten. Hier können wir wieder raus. Gut, nehme ich den mal mit.
Okay, ich muss hier ran zum Leuchtkasten. Wo ich den in die Mitte stellen kann. Das ist das Ziel. Fange ich doch mal mit dem hier an. Den ich mir hier mitnehme, hier hinstelle. Und mir den Leuchtkasten holen. Und vielleicht noch was anderes, was hier drin ist. Nö, nur der Leuchtkasten. Ah, jetzt alles in der Farbe beachtet. Außer der Punkt hier. Die hätte ich ja schon mal geschafft, würde ich sagen. Abgesehen davon, dass ich mich da jetzt noch einbauen werde, damit ich sehe, was da abgeht. Okay. Plan B. Jetzt müssen wir etwas rein tun. Gut, dass ich da so hochkomme. Komm. Okay, irgendwie war das jetzt auch wieder blöd. Hier war ich, hier habe ich den Kasten rausgeholt. Ja. Aha. Eine Verbindung. Nein, krieg ich nicht. Du warst nur dafür da, dass das Ding aufgeht. Ne? Du bist nur dafür. Okay, gut. Kandahar. Wie kriegt das Ding nicht auf? Egal. Warum geht's nicht weiter? Wo habe ich das Leuchteding hingestellt? Der stand auf Nil. Der steht hier nicht drin, ne? Okay. Bin ich jetzt blöd? Blöd. Ich verwechsel gerade was. Bin der Meinung, ich hätte vorhin hier diesen Leuchter hier hingestellt.
noch am Anfang hier draufgestellt.